Wie verändern Innovationen und die digitale Transformation den Profisport? Wie sieht das Stadionerlebnis von morgen aus? Das zwei der Fragen, über die bei der Sports Innovation 2022 in Düsseldorf im Themenbereich Fan Experience und Stadium gesprochen wurde. Ein Innovationsspiel begleitet von Expertenpanels und Keynotes führender Köpfe aus der Sport- und Technologiebranche. Wir sind ja heute tatsächlich nicht nur als Club hier, sondern als Eintracht Tech als Aussteller. Wir stellen heute unsere White-Label-Lösung vor. Wir haben eine eigene Plattform entwickelt, die zur Philosophie hat, dass ein Club wie Eintracht Frankfurt, aber potenziell auch jeder andere Club, alle wesentlichen digitalen Berührungspunkte mit einem Fan verwalten, kontrollieren sollte, damit eben die Daten des Fans nur bei dem Club bleiben und eben nicht an irgendwelche externen Dienstleister gehen müssen. Wie kann die Beziehung zwischen Fans und Clubs auch digital weiter ausgestaltet werden? Es geht darum, verschiedene Optionen anzubieten und deren Nutzung zu analysieren. So wie bei einem Pilotversuch, bei dem die DFL gemeinsam mit Partner Immersive unter Einsatz von Augmented Reality Brillen ein neuartiges Spielerlebnis ermöglicht. So with Augmented Reality, mit Augmented Reality ermöglichen wir Fans, Live-Informationen in Echtzeit über das Spielfeld zu legen, damit sie das Spielgeschehen besser analysieren können. So können sie auf den Spieler klicken, um beispielsweise seine Geschwindigkeiten zu messen. Oder sie können Heatmaps sehen und auf die Statistiken der Teams zugreifen, um ihre Leistungen zu vergleichen. Das alles über Smartphones und über Smart Glasses. Teams to compare their performance in all of this through the smartphones and even also through smart glasses. Wie lässt sich das Erlebnis im Stadion weiter verbessern? Scarpi Haddinson berichtete von seiner Tätigkeit für das Footballteam Los Angeles Rams, die ihre Heimspiele im SoFi Stadium, einer der innovativsten Arenen der Welt, austragen. There was a tremendous amount of investment, thought and care. Es wurde eine enorme Menge an Investitionen und Gedanken in die Technologien investiert, die es unvergesslich machen, ins SoFi Stadium zu gehen. Wir glauben, dass diese Technologie sowohl in visueller Weise besonders ist, als auch in der Art und Weise, wie man mit den Fans interagieren kann, wie man sie durch das Gebäude leiten kann und so weiter. Auch über die virtuelle Welt wurde viel gesprochen, beispielsweise darüber, welche Chancen das Metaverse und Web3 dem Fußball eröffnen können. Shelley Palmer, amerikanischer Vordenker in der Welt der Technologie. Ich denke, jede Liga, die aufmerksam ist, weiß, dass man die nächste Generation dort abholen muss, wo sie ist. Die nächste Generation wird nicht von alleine zu den Ligen kommen. Die Ligen werden dorthin gehen müssen, wo die jungen Leute sind. Und das ist es, worüber wir reden und woran wir arbeiten. Faszinierende Möglichkeiten, neue Wege, Profisport zu erleben. Bei der Sports Innovation 2022.